Hallo und herzlich willkommen zu Mimis Küchenwelt. Heute habe ich Plätzchenrezepte für euch, und zwar drei insgesamt. Wir werden zusammen Vanillekipferl machen, Linsakolatschen und Nusskugeln. Ich mache auch mit. Ja, du darfst heute auch mitmachen. Das ist nämlich so Tradition bei uns. Meine Tochter und ich, wir machen immer zusammen Plätzchen. Unsere Vanillekipferl brauchen wir kalte Butter, Puderzucker, Mehl, gemahlene Mandeln, ein Eigelb, eine Vanilleschote oder Vanilleextrakt und Salz. Super. Zuallererst rösten wir die gemahlenen Mandeln an. Super. Die Mandeln rösten wir an, damit es ein besseres Aroma gibt. Und immer dabei rühren, sonst können die Mandeln anbrennen. Das sollte so eine schöne, leicht braune Farbe geben. So sollte das Ganze dann aussehen. Wirklich nur leicht gebräunt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch, man kann es erkennen. So, die Mandeln nehmt ihr am besten aus der Pfanne raus und lasst sie auf dem Teller oder in der Schüssel abkühlen, bevor wir den Teig machen. Mach rein. Oh, halt. Ich habe die Butter vergessen. Mach du weiter. Ja, okay. Ganz gut. Und jetzt... Und so draufklopfen. Das wird bestimmt gut, Mama. So, verrühr das ein bisschen. Das zusammen. So. Eine Prise Salz. Na, ist gut. Mach die Butter rein. Mach mal mit dem Löffel, oder? So, jetzt machen wir die Vanilleschote. Die schneiden wir hier ein. So. Das riecht man jetzt schon, gell? Und das machen wir gleich rein. Siehst du? Soll ich das vielleicht mit dem Löffel? Ich mach das so hier, guck. Blub. Okay, ja. Also mit dem Messerrücken auskratzen. Und die Schale würde ich nicht wegschmeißen, da kann man Zucker aromatisieren damit. Ja, richtig. Gut. So, jetzt kannst du das Eigelb geben. Also ja. Okay. Jetzt muss das holen. So, und jetzt reinschütten. Genau. So, perfekt. So, den Löffel kannst du rausmachen. Ja. Kannst du mit den Händen kneten. Wo soll ich den hin tun? Da hin? Ja. Okay. Jetzt knete ich. Also, unser Teig ist fertig für die Vanillekipferl. Genau, wir formen eine Kugel draus. Ja. Geben es auf einen Bogen Frischhaltefolie, wickeln das ein.
Und der Teig kommt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, besser über Nacht. Zum Durchkühlen. Hier, zeig mal, wie schön die Vanille. Schote, Punkte, Vanille. Ja. Wie sagt man? Ja. Das riecht auch so schön nach Vanille, gell? Und es ist auch richtig gut geworden. Aus dem Teig machen wir jetzt 30 Stücke ab. Und daraus machen wir dann Vanillekipferl. Genau. So, jetzt haben wir den Teig in 30 Stücke geteilt und daraus formen wir dann die Kipferl. Erst formen wir Kugeln und daraus die Kipferl, ja, ne? Ja. Du kannst ja weiter Kugeln formen. Und ich zeige, wie ich die Kipferl mache. Zeigst du auch Kipferl wie du. So. Hoppala. Ja, so. Gut. Die Enden ein bisschen dünner, aber nicht so dünn, sonst verbrennen die im Ofen. Hier ist deine Seite und hier meine, oder? Wir haben schon viele geschafft. Fast alle. Den Backofen habe ich vorgeheizt, 200 Grad, Ober-Unterhitze. Da kommen die Plätzchen rein für ungefähr 10 Minuten. So, zu. So, die Vanillekipferl sind fertig, wenn die Spitzen so leicht braun sind. So, hier sieht man mit den Enden oder mit den Spitzen genau. Dort mal. So. Wenn die so schön braun sind, dann sind die fertig. Die waren jetzt wirklich 10 Minuten drin bei uns, gell? Ja. Ich habe hier Puderzucker mit etwas Vanillezucker vermengt und wälze dann die noch warmen Vanillekipferl darin. Und Vorsicht, weil die brechen leicht. So, die kommen dann auf den Kuchen, geht da zum Abkühlen. Die Elina will auch mitmachen. Was machst du auch? Ja. Oh, Vorsicht, das ist heiß, gell? Warte, ich leg's dir hier rein. Dann darfst du auch. So drehen? Mhm. Drehen, darin wälzen. Kannst du ruhig ein bisschen. Genau. Genau das passiert, wenn man nicht vorsichtig genug. Darf ich das naschen? Hm? Guck mal, aber das sind die Vanillekipferl, wo die Elina geformt hat. Die sehen super aus, Elina. Ich muss sagen, so langsam kriege ich Konkurrenz von dir, sag mal. Gut? Ja. Magst du auch, Daniel? Ja, klar. Du liebst sie nämlich auch. Mm. Also das ist so ein Klassiker, die dürfen auf keinen Weihnachtsteller fehlen. Zumindest bei uns gibt es die jedes Jahr. Die schlimm, die Dinger. Boah. Ich muss immer Unmengen davon backen. Können wir gerade nochmal, ne? Ja, ja, kannst ruhig machen. Wir backen ja wieder. So, ihr Lieben, das ist mein Vanillekipferl-Rezept für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so sein sollte, hinterlasst einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich auch. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, Mimi.
und Elina. Ciao, ciao.